Kinder, mein Name ist Julian Graf, ich bin Narkosearzt an der Uniklinik in Mainz und ich werde euch heute was darüber erzählen, was Astronauten machen müssen, wenn sie im Weltall krank werden. Da fährt jemand Fahrrad, das scheint in Schwerelosigkeit zu gehen. Ja, und so leicht ist das, wenn man jetzt eingekauft hat, ne, in Schwerelosigkeit, wenn man dann die Einkäufe ausrollt. Und da sieht man, wie man in Schwerelosigkeit schläft. Also im Stehen sozusagen, einfach in so einem Schlafsack, damit man eben im Schlafen nicht durch die Gegend fliegt. Und was man da sehr schön sieht, es gibt gar keine Decke oder gar keinen Boden. Ne? An allen Wänden, überall sind Gegenstände festgemacht. Ne? Weil wir hier ohne Schwerkraft gibt es ja kein Oben und kein Unten. Also da gibt es dann keine Decken, sondern man kann überall Gegenstände anbringen. Und man kann in Schwerelosigkeit auch sehr große Gegenstände ganz alleine bewegen, ne? Wie das hier die Astronautin da macht. Die hat da so einen riesigen Kasten und die kann die mit einer Hand, ne, zieht die den einfach da durch die Raumstation. Und das ist jetzt ein Essen in Schwerelosigkeit. Das kann ziemlich viel Spaß machen. Ne? So, jetzt haben wir über die Schwerelosigkeit gesprochen. Jetzt müssen wir ja uns erstmal fragen, was ist denn überhaupt ein Notfall? Ein medizinischer Notfall. Was bedeutet das? Also das bedeutet, wenn jemand so krank ist und verletzt ist. Genau, wenn jemand sehr krank ist, wenn er schwer verletzt ist, das ist ein Notfall. Und wir Ärzte, wir sprechen dabei von Vitalfunktion. Ein ziemlich kompliziertes Wort und das heißt eigentlich nichts anderes, als dass eine Vitalfunktion eine lebenswichtige Funktion ist. Da gibt es drei Stück. Da haben wir zum einen das Bewusstsein. Das Bewusstsein sorgt dafür, dass wir jetzt alle hier aufpassen können, dass wir hier sitzen können, was lernen können. Die zweite Vitalfunktion, das ist der Kreislauf und der sorgt dafür, dass der Sauerstoff und die ganzen Nährstoffe verteilt werden. Und jetzt haben wir die Lunge, nämlich die dritte Funktion, die Atmung. Wenn die Atmung gestört ist, dann kann der Sauerstoff, den das Herz verteilen soll, überhaupt nicht in den Kreislauf kommen, ins Blut kommen. Ne? Dafür brauchen wir die Lunge. Diese lebenswichtigen Funktionen, die sind miteinander verbunden. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wenn eine von diesen Funktionen gestört ist, dass man dann da schnell was unternimmt und das Ganze wieder in Ordnung bringt. Unser Moderator, der wird jetzt mal sich 10 Kinder aussuchen, die wird dann mal nach vorne kommen und mit denen wir eine kleine Übung machen. So, und was wir jetzt mit euch gleich üben möchten, das ist das, was man macht, wenn wir einen Patienten haben, der irgendwo bewusstlos liegt, der aber noch selber atmet. Unsere Helfer, wir können nochmal hier oben auf den Monitor schauen, wie wir das machen. Wir knien uns neben den Patienten auf eine Seite. Ja, und unser Rettungsdienst, die helfen jetzt mit und zeigen euch, wie das geht. Das Knie hochziehen, wunderbar. Und jetzt ziehen wir den Patienten an den anderen Arm und an den Knie zu uns rüber, bis er auf der Seite liegt. Und was wir jetzt noch machen müssen, ist, dass wir den Kopf überstrecken und auf der Hand ablegen, damit der Kopf weich und gepolstert liegt. Gut, also die stabile Seitenlage, das machen wir auf der Erde. Das ist eine erste Hilfemaßnahme, das kann jeder machen bei Patienten, die eben noch atmen, aber bewusstlos sind. Diese Sachen, die nach der Rettungskette, die dann am Ende kommen, die der Rettungsdienst macht und die im Krankenhaus gemacht werden, das müssen die Astronauten, soweit es geht, selber machen. Und was die Astronauten auch benutzen sollen, das ist auch ein Gerät, was auf der Erde auch gibt, das ist das, was gegen die ganze Zeit hier rumgezeigt wurde. Das ist ein sogenannter AED, so heißt das. Das ist ein automatischer Defibrillator. Und dieses Gerät, das hängt an manchen öffentlichen Gebäuden, wie zum Beispiel Bahnhöfen oder Flughäfen, so ähnlich wie ein Feuerlöscher. Und das Gerät kann, wenn man diese Elektroden auf den Patienten klebt, dann kann das Gerät den Herzrhythmus analysieren. Kann also sehen, wie das Herz schlägt und kann dann einen Stromstoß abgeben. Ja, so dass
Das ist das, was die Ärzte sonst selber machen. Die schließen so ein EKG an den Patienten an, schauen sich an, wie das Herz schlägt. Und wenn das Herz nicht richtig schlägt, dann wird ein Stromstoß abgegeben. Das ist so ein verrückter Professor, der zeigt uns, wie das Herz schlägt. Das Herz besteht ja aus 4 Kammern, 2 kleinen und 2 großen. Und zuerst schlagen immer oben die kleinen Kammern und dann schlagen unten die großen Kammern. Und das sehen wir jetzt mal, wie dieser Professor das darstellt. Ja, zuerst oben die Vorhöfe und dann unten die Kammern. Ja, klein und groß. Ja, Vorhof, Kammer. Vorhof, Kammer. Ich bin in meiner Schule, ich bin ja auf dem Gymnasium, da bin ich in der AG Ersthelfer. Ja, das stabile Seitenlage hat immer mein Vater gemacht. Ich wäre jetzt, als ich die paar Filme geguckt habe, gerne Astronaut.